Der Glasfaserausbau in Haltern am See schreitet ständig weiter voran. Die Nase vorn hat der Ortsteil Sieten. Von 1250 Hausanschlüssen wurden bereits 250 erfolgreich installiert. Hauptverteiler ist der POP, der Point of Presence. Er befindet sich neben der Feuerwehr in Sieten. Von dort gehen die Glasfaserleitungen zu den Verteilerkästen, die überall im Ort stehen, und zu anderen Ortsteilen. Vom Verteilerkasten gehen die Leitungen zu den im Bezirk liegenden Häusern. Die Gefahr, dass wie bei der Kupferleitung die einzelnen Nutzer am Ende keine ausreichende Netzgeschwindigkeit mehr vorfinden, besteht bei Glasfaser nicht. Also im Norden hat die Deutsche Glasfaser die drei Ortsteile Sieten, Lehmbraken und Lavesum entsprechend erschlossen. Die Oberflächen sind auch in Sieten und Lehmbraken schon von der Gemeinde fast abgenommen worden. Es gibt noch ein, zwei Bereiche, die noch abzunehmen sind. In Lavesum ist der Bau so weit fortgeschritten, dass wir auch dort den POP in Kürze in Betrieb nehmen können. Aufgrund der aktuellen Witterung wird sie es wahrscheinlich verschieben. Ich hatte immer als Ziel rausgegeben, das noch vor Weihnachten den POP zu aktivieren. Es wird jetzt wahrscheinlich die zweite Kalenderwoche im nächsten Jahr. Das liegt da leider an der Witterung. Ich sag mal so, technisch gesehen sind mittlerweile Bandbreiten von 100 Gigabit auf einer Glasfaser in Senden- und Empfangsrichtung möglich. Wir legen im Moment 96 Faser von Haus Dülmen runter. Das heißt eigentlich, die ganzen Kapazitäten, die da zur Verfügung stehen, zumindest technisch, ja, kann man jetzt mal hochrechnen, irgendwie 96 Terabit dürften das dann schon fast sein. Beim Hausanschluss wird die Glasfaserleitung in jedem Haus installiert und die Verbindung hergestellt. Der Hausanschluss wird entsprechend über mehrere Schritte gebaut. Der erste Schritt dürfte jedem Kunden schon präsent sein. Da liegt nämlich das aufgewickelt in der Regel orangene Leerrohr inklusive Glasfaser an der Hauswand. Nachdem der Termin mit dem Kunden vereinbart worden ist, wird jetzt im Endeffekt an der Hauswand ein kleines Kopfloch gemacht. Dann wird von innen nach außen das notwendige Loch gebohrt und das Leerrohr inklusive Glasfaser wird ins Gebäude eingezogen und das Loch wird wieder abgeschlossen und verdichtet. Auf der Innenseite wird das Leerrohr bzw. das Leerrohr mit Glasfaser entsprechend abgeschlossen. Das ist der sogenannte HÜP. Das ist dieser etwas größere Plastikbereich, der auch keinen Strom braucht. Da enden alle Leerfasern oder alle Glasfasern, die für dieses Haus notwendig sind. Und von diesem HÜP wird dann mit einem sogenannten Patchkabel der Installationsort des NTs versorgt. Und der Weg zwischen HÜP und NT sind vom Eigentümer, Mieter, Kunden entsprechend vorzubereiten. Einer der ersten, der schon seit Wochen von der schnelleren Internetverbindung profitiert, ist Hans Hattebuhr, Schulleiter der Grundschule Sieten. Er hat bereits Erfahrungen mit dem neuen Netz gemacht und ist begeistert. Die ersten Erfahrungen sind bei mir im Büro hervorragend. Wir haben eine irrsinnige Geschwindigkeitserhöhung von, ich weiß nicht wie viel, 100%, liegen fast bei 100.000 und im Downloadbereich, im Uploadbereich bei fast 90.000. Das ist also schon eine Geschwindigkeit, die ist atemberaubend. Ja, wir arbeiten sehr, sehr stark mit dem Computer. Schon seit einigen Jahren ist die Arbeit in den Unterricht integriert. Rechercheübungen, Antolin, all diese Lernplattformen sind eigentlich täglich im Gebrauch. Wartezeiten, wir haben ganz viele Ausfälle auch, Zusammenbrüche des Netzes gehabt. Immer dann, wenn viele Kinder gleichzeitig ins Netz wollten, brach das einfach zusammen. Und da hoffen wir, dass es stabil einfach bleibt. Der Speedtest überzeugt. Über 200.000 Kilobyte pro Sekunde im Download und über 100.000 Kilobyte pro Sekunde im Upload. Damit kann die Schule künftig ihren Unterricht effektiver gestalten. Netzausfälle und Wartezeiten gehören der Vergangenheit an. Damit auch die anderen Halterner Ortsteile möglichst schnell Glasfaser erhalten, ist geplant, im Januar die Baukolonnen personell aufzustocken.